Das Wasser ist weg, der Schaden bleibt. Maria Ositzki aus Bar Ebenhausen ist verzweifelt. Die ganze Wohnung ist kaputt. Alles. Komplett. Ich hab nichts mehr. Wie Maria Ositzki geht es vielen im Ort. Draußen meterhoch kaputter Hausrat, drinnen Verwüstung. Auch bei Daniel Vomberg. Naja, die Paar war ein schöner Fluss. Wir leben gerne hier. Es ist schön, viel Grün, viel Natur. Und das ist jetzt schon eine Änderung. Also plötzlich ist es auch eine Gefahr. 30 Zentimeter hoch stand das Wasser im Erdgeschoss. Böden, Möbel, alles kaputt. Versichert sind die wenigsten. In Hienheim im Landkreis Kelheim laufen die Pumpen Tag und Nacht. Die Donau hat hier immer noch Meldestufe 4. Der Pegel geht zwar zurück, aber sehr langsam. Die Dämme sind mittlerweile stark aufgeweicht. Die Feuerwehr beobachtet sie ständig. Es ist für heute nun mal ein Starkregenereignis angekündigt. Wir haben das natürlich auch im Auge, wie stark der Regen auf uns zufällt. In St. Afra bei Friedberg ist das Problem das Abwasser. Seit dem Hochwasser steht vor jedem Haus ein Dixi-Klo, weil die Kanalisation nicht mehr funktioniert. Meine Frau und ich haben keine Probleme, wir sind Camper. Es gibt viele Taktiken, von Campingklos, die bestellt wurden in der Siedlung, über diverse Eimer, die aus dem Keller geräumt wurden. Es sind der Garten. Das Wasser geht aktuell zurück. Die Aufräumarbeiten aber werden noch lange dauern.